mein Video angucken? Ja, machen wir dann, auf alle Fälle. Machen wir. Jetzt bin ich fertig mit Schneiden. Jetzt fange ich mal nicht mit morgen früh an und einem guten Morgen, sondern mit einem guten Abend. Ich bin gerade fertig mit Schneiden geworden. Wie gesagt, ich hatte ja ein bisschen gelegen. Und falls ihr euch dann seht, jetzt noch vom Block. War ein bisschen schräg drauf. Total müde bin ich in letzter Zeit. Kommt durch die Krankheit wahrscheinlich. Muss man sehen. Jetzt. Aber ich habe geschnitten, jetzt sehe ich noch kurz rüber in die andere Wohnung oder im Keller. Ich werde noch was fotografieren. Und ja. Da sind wir wieder mal. So, jetzt räume ich erstmal die Sachen weg, die ich eingestellt habe die letzten Tage. Wir ein bisschen einräumen. Modern will den Staubsauger wieder drüber drüben haben. Es ist unglaublich, wie viel Müll man kauft. Und ich meine, ich denke ja, ich kenne mich ganz gut aus, aber trotzdem falle ich immer wieder drauf hin. Auf Nachdrucke und solche Sachen. Jetzt bin ich auf Nachdruck. Eingefangen von Perry Roden. Das ist ein Nachdruck von 1988, das hat mir jemand bei eBay dann gesagt, meinte, schau mal auf die Seite, da steht das ganz klein unten. Danke für den Tipp auf alle Fälle. Wie gesagt, wissen kann man ja alles. Das ist von Hikes nicht wahrgenommen. Was vielleicht ganz nett ist, natürlich die Schaltgruppe ist verkauft hier. Die Autogrammsammlung habe ich hier drin. Die sind aber auch gut. Autogramme. Da wollte jemand wissen, ob eine Siemens Signatur drauf ist auf dem Rasiertüttel. Ne, da ist nichts drauf. Ja, soll natürlich alles mit, kann auch hier nicht sagen, ob das ein Original ist. Ja, war nicht. Ja, war. Das muss ich noch hinstellen. Das kommt zu den anderen 1000 Heften von Perry Roden. Na dann, auch von den Keller zur Massengrabe. Ja, Hammer. Dann war dann morgen hoffentlich 6 Kisten weniger, 7 Kisten weniger hier drin. Was sind da gefallen? Wow, mit Klapptisch. Mhm. Der Schaukelstuhl. Dann Kakao. Und Kakao. Ah, das ist der Kamin. Ja, und das, und Papa, das da kann man auch umbauen in ein Bett. Guck mal, Papa, wenn ein Baby sitzen will und spielen will, dann kann es so sein. Die Socken. Da hängen die Socken am Kamin. Mhm. Wow. Der Schaukelstuhl ist das Beste. Das habe ich aus der Chipspackung gebaut.
Super. Mann, Mann, Mann. So was durchdachtet, nee. Unglaublich. Da sind wir wieder. Milch. Erinnert mich an alte Zeiten. Gut, der checkt noch ein bisschen ein und dann ist Feierabend. Bezahlt ist jetzt auch schon. Gucken wir mal, wo es hingeht. Unglaublich. Kistenweise voll mit Romanen. Ey. Früher hat man sich damit noch hingestellt und hat die Dinger verkauft. Stücken Euro hätte man auch bekommen. Bitte, Christin. Feuchten Hände noch. Ist eine bestimmt richtig interessante Reihe. Science-Fiction-Reihe. Absolut. Und die erfolgreichste, die immer noch läuft. Erfolgreichste deutsche Science-Fiction-Reihe. Seit 1961. Schon Wahnsinn. Mama? Nein, Papa? Ja, bitte? Hm? Das war jetzt falsch. Oh. Ah, Hotdog! Oh, lecker! Gib her! Nein! Wie, was, was, wie? Das ist der Papa. Ja, danke schön. Und mit Wurst. Der riecht sogar noch Hotdog. Ich möchte nicht wissen, warum. Kartoffeln. Kartoffeln? Ja, habe ich angesetzt. Ein Teddywurst. Ja, du musst auch was essen, Mama. Dankeschön. Dann habe ich es gekocht. Nicht ersticken, nicht ersticken. Bitte. Danke. Oh, und Kartoffeln. Und Kartoffeln, ja. Ja. Und Kartoffeln. Völlig erschrocken. Oh Gott, stimmt. Ich wollte die Suppe kochen. Danke, danke. Noch. Können wir das mit deinem Taschenmesser machen? Papi? Ich weiß ja nicht, was du hier machen willst. Hier muss noch ein Hier. Papi, kannst du das auch machen? Ja, fertig bin ich und jetzt geht's Mama morgen weiter. So, Mama geht jetzt einkaufen. Teile hab ich schon hier. Tja, wie ihr seht, ist nächster Morgen. So ein bisschen nehme ich natürlich nicht mit. Fast schon Mittag. Mama geht einkaufen. Mutti braucht einen Schlüssel, Schlüssel. Weil sie sich sonst den Wagen wieder klauen lässt, wie letztes Mal. Nimmt Mama jetzt die Engel wirklich? Dann packe ich es gleich beiseite, dann ist hier wieder weit weg. Hattest du nicht hier... Kriegen wir hin. Das wird also die neue Fensterbank hier. Liebe Leute, das ist ein altes Stück Holz, habe ich gekauft für 40 Euro. 30 Euro, 10 Euro Lieferung habe ich gegeben. Das ist eine schöne Platte, ihr könntet die natürlich hier auch als Arbeitsplatte hier hinbauen. Dann habe ich aber ein Problem mit der Breite hier an diesem Punkt, genau hier. Weil hier kommt ja die Abtrennung von dieser von diesem Badezimmerbereich. Die kommt hier hin, geht hier rum und dann haben wir einfach, das wäre mir zu eng, nur. Also ich glaube, es wäre mir zu eng. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Mal messen. Und bei dir? Ich kann aber eher auf. Nur spazieren, ja? Ja, nur schnell hier so ein bisschen was eingekauft. Okay.
Jetzt geht's wieder zurück ins Kuschelige. Dann wünsche ich dir einen guten Schlaf. Danke. Dir auch, ne? Ja, bis demnächst. Wir sehen uns. So, ich brauche Stichbeile, irgendeinen ganzen Stichbeile, ich weiß überhaupt nicht, wo die sind. Papa muss auch noch weggefahren werden. So, was habe ich jetzt genommen? Einen kleinen Meißel, einen kleinen Hammer. Jetzt picken wir das oben aus, messen das aus und dann säge ich das zu und setze das ein. Die Fliesen irgendwann mal besser. Und das, was ist das? Einfach so Aufschüttung, oder? Fischschüttung, ja. Das hast du bei dir auch. Aber Sand, oder? Schlacke. Ja. Von damals. Da haben wir die Balken neu gesetzt hier, dass die alle wieder in Höhe sind. Achso, die waren auch unterschiedlich. Ja, die sind ja hochgekommen. Wenn du das hochnimmst, die liegen ja nur drin hier. So. Das, hier ist ja nicht die Nagel. Hier unten drunter ist ja nur Beton und Stahl. Und das hat er jetzt alles neu gemacht? Das haben wir hier noch. Ist verputzt. Ja, ja, toll. Jetzt noch machen. Du baust jetzt hier noch ein Klo ein. Ja, ja. Das ist die nächste, der nächste Akt. Ja, ja, erstmal Fußspuren drin. Okay. Dann Toilette wieder. Dann die Wasseranschlüsse müssen alle neu gemacht werden. Ja. Wie viel Zeit runter denn davon? Nicht. Nicht? Nee. Warum? Ja, weil ich es selber mache. Weil ich es selber machen will. Ja. Mama, ich will Brot. Ich will auch Toast. Warten, ihr müsst jetzt sagen, Toast oder Brötchen müsst ihr jetzt sagen? Toast. Also ich nehme Brötchen, definitiv. Dann nehme ich erstmal vier Brötchen. Jo. Na, schauen wir mal. Das ist eine Katastrophe, das Blatt. Wie kann er denn sagen, das geht super? Um Himmels Willen, was hat denn hier? Ja, reiches Holz sieht ja auch nicht. Das stinkt wie Sau, alles hier. Das ist ja furchtbar. Das Blatt muss definitiv nicht durchschwimmen. Dann haben wir hier noch eine Säge. Bin gespannt. Durch ist sie. Das Problem ist halt, dass sie so verzogen ist. Deswegen kommt das Blatt nicht durch, weil das ist 52 mm. Bei so einer verzogenen Platte ist das ausgereizt. Da kommt man dann nicht mehr ganz durch mit dem Schneiden. Beide Blätter sind nicht die besten mehr. Zumindest nicht für so ein Holz. Jetzt setze ich die Platte mal grob ein. Danach muss sie wieder rausgenommen werden und dann richtig bearbeitet werden. Das mache ich aber im Keller und nicht heute. Werde ich dann Anfang der Woche machen. Thank you.
So, heute ist Samstag, heute mache ich nicht so viel. Ist ja auch alles so laut. Das reicht schon. Also hier, das passt perfekt. Der Lack muss hier ein bisschen ab. Das wird hier noch ein bisschen runtergeschliffen. Die Fensterverriegelung wird ein bisschen ausgeklinkt. Das muss alle dran. Richtig bis ran muss das. Richtig gut schließen. Das ist doch ideal. Dann wird das alles abgeschliffen. Fensterbank und gleichzeitig Ruhebank wird das. Kann man sich dann drauflegen. Cool, gefällt mir. Eine bessere Fensterbank hätte man hier haben können. Aber wie gesagt, noch sieht es aus wie Scheiße. Das muss erstmal richtig bearbeitet werden, das muss richtig geschliffen werden, angepasst werden. Und wenn das dann abgerundet ist, schön und so, dann sieht das gut aus. Ich kann mir das vorstellen. Das sieht dann gut aus, ja. Ich weiß es. Ich weiß, das sieht gut aus. Gut. Wir werden gleich los zum Geburtstag. Jetzt mal kurz ein bisschen Dreckwasser wegmachen. So, wir holen jetzt das Auto. Ich kann gleich, ich mache nur meine Kapuze rein. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, da passt du den Omega da raus und dann packst du den da rein. Zeno. Sehen wir zur Geburtstagsfeier von Iliana. Ja, und unsere ganzen Geschenke. Mhm. Oh Gott, ey, ich musste sogar noch eine Geburtstagskarte machen. Die waren dann so neugierig. Ein Gekreische hier. Und, wie hat es euch gefallen? War gut? Gut. Gladi hat mir gefallen. Erdbeer mit Eis. Ich muss ihn aufkriegen, weil ich hab auch noch. Muss ich auch noch aufkriegen. Ich kann es durchaus. Ich auch. Lucky, lucky, lucky. Lucky, wird jetzt Feige. Lucky wird meine Quote heben heute. Ja. Lucky. Der Lucky hebt meine Quote heute im Vlog. Ja, du bist ja der Lucky Star. So ist es doch. Sind alle Kinder da? Hey! Eins fehlt. Hast du aufgemacht? Na super. Ja, ich hab den Müll gekriegt. Oh, super. Ja. Die haben noch nicht offen, aber. Hallo.
Christina und ich müssen jetzt nachher auf die Straße warten. Ja, wir müssen jetzt hier um die Ecke und ins Auto einsteigen. Willst du deinen Papa? Ja, komm mit. Ja, Rin. Ach Mensch, bei uns sieht's echt. Das ist ein krasser Gegensatz. Ja, das ist natürlich super clean dann auch nicht, auch bei Elke. Schön sauber. Das kriegen wir hier nicht so hin mit so vielen Kindern. Ja, das war unser wunderschöner Tag mit Kindergeburtstag. Und ja, ist zu Ende. Jetzt werden wir uns alle fertig machen und dann ins Bettchen gehen. So sieht's aus. Und morgen ist Sonntag und morgen werden die Kinder abgeholt, alle von Oma. Ja. Genau. Das sind ja Ferien. Und Lumi geht auch mit zu Oma. Ne? Ja. Ja, aber nicht hier alle drum schmeißen. Denkt dran, es ist gleich Schlafenszeit. Damit ihr morgen früh morgen ausgeruht seid. Ja? Und den Schleim bitte nicht auf dem Bett oder sowas. Natürlich, das habe ich ihn ja hier. Ich ja. Hier bitte, 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 bitte. Ja? Gut, wir sehen uns morgen. Also macht es gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy.